Also ich bin gern der Vermittler zwischen mehreren Kulturen. Aber junge Leute zu sehen und auch denen einen Impuls zu geben, selber etwas zu machen, ihr Leben auszufüllen, das freut mich. Es sind neue Schüler da, diesmal aus Bottrop. Und wir freuen uns wirklich sehr auch auf die Impulse von diesen Schülern. Und wir hoffen, dass dieses Projekt nachhaltig auch in die Zukunft weitergeht. Für die persönliche Entwicklung ist der kulturelle Austausch sehr wichtig. Wie gesagt, wir kommen aus einer Stadt, höchste Einwohnerzahl mitunter hier, Duisburg-Essen, im Vergleich zu hier eher dem ländlichen Kreis. Das ist ein Schloss, das etwa seit 1000 Jahren steht, nicht ganz. Und jetzt ist es auch ein Museum zu den Heiligen Bergen, das ist das Thema. Die Natur ist atemberaubend. Ich meine es ernst. Die ersten Eindrücke sind auf jeden Fall anders, aber positiv anders und mir gefällt es sehr gut hier. Die Jugendlichen, die sich hier treffen, verstehen sich sehr gut. Wir haben uns heute erst vor ein paar Stunden wiedergesehen und die sind schon alle im regen Austausch und freuen sich, sich wiederzusehen. Also ich möchte halt die Gesellschaft kennenlernen, also wie man dort halt eben lebt, die Kultur und die Menschen kennenlernen. Der Ötzi hat hier gewohnt und er war in der Lage, die Zentralalpen zu überqueren. Wenn wir das morgen versuchen, so immer in Turnschuhe, da kommen wir nicht durch. Was die Finanzierung dieses Projekts anbelangt, sind wir natürlich sehr froh, dass die Broststiftung das so großzügig unterstützt. In den Bewerbungen, die wir dann bekommen haben von den Schülern, waren vermehrt Schüler, die als ein Argument geschrieben haben, dass sie gerne an sowas teilnehmen würden, weil die gar nicht die finanziellen Möglichkeiten hätten, sowas alleine jemals zu machen. Somit ist schon mal eine Hürde ganz klar aus dem Weg geräumt und das freut uns natürlich sehr, dass da das Geld und die Finanzierung in Erfahrungen und in den persönlichen Wachstum der jungen Menschen investiert wird. Deshalb wünsche ich mir, dass wir ein nettes Gespräch führen. Also wenn jemand eine Frage hat, dürft ihr einfach Hand aufhalten, die Frage stellen. Haben Sie beim Anstieg des Himalayas einmal gezweifelt und wollten umdrehen und das lassen? Wer alle seine Projekte auf Teufel komm raus durchziehen will, gerade in der großen Wildnis, dann überlebt das nicht lange. Ich hoffe, dass es so Casual-Erfahrungen sind. Nicht, ich habe jetzt gelernt, sondern dass etwas bleibt auf emotionaler Basis. Es war auf jeden Fall was Besonderes, weil man hört viel von ihm und man weiß auch auf jeden Fall, was er so gemacht hat. Aber ihn so jetzt echt nochmal zu sehen und mit ihm sprechen zu können, ist auf jeden Fall was ganz Besonderes. Danke allerseits. Ich finde es immer wichtig, einfach den Kindern selbst seine Haltung zu zeigen und zu inspirieren und zu motivieren. Das Reisen, das andere Kulturen kennenlernen, ist die Basis eines langfristigen Friedens miteinander und des Zusammenlebens miteinander.